Und wie ist das neue Video? Keine Ahnung, ich tue gerade Trailer runterladen aus dem Ding. Von Drive und so. Für auf Instagram zu machen, damit die Jungs wissen, dass ein neues Video online ist. Und die anderen alle draußen haben es schon gesehen. Deine Fans. Sorry. Fans sind Kumpels, Alter. Aber irgendwo auch Fans. Ja, aber ich hab ja null Star-Allüre, ich weiß nicht mehr. So ein Gerät, Alter. Über den Scheiß, Alter. Ich schäme nicht 20 Briefe, Alter. Du wärst so ein richtiger Typ, der Brieftauben verschickt. Ich meine, klar, irgendwann koppel ich mich ab von der Zivilisation. Insel oder Berge? Insel. Ich hab's ja schon gekauft. Irgendwann baue ich ein Versailler da, da vorne hier. Und mach zwei Euler hin, wo drüber schon Post. Was? Da steht ein Ständer, da liegt dann auf der Reife. Kann ich froh sein, dass er auf dem Reife liegt. Gut, Essen verfunden. Du bist ja auch richtig. Im November fange ich an, die komplette Außenanlage zu machen. Riesenprojekt. Aber mega geil wird das. Und dann mache ich das so selbstversorgermäßig. Ich habe dieses Jahr schon angefangen mit so Hochbeete und so. Ist geil geworden. Und jetzt will ich das Ganze halt in großem Stil machen. Aber gleich so eingezäunt, auch mit Ding drüber, professionell. Und natürlich brauche ich geile Fruchtbeeren. Birne, Williamsbirne. Da gibt es ja verschiedene Rassen und so. Kenne mich schon nichts aus. Aber Williamsbirne kenne ich, weil ich einen Schnaps brennen will. Das ist klar, Junge. Ich baue mal so eine kleine Distillerie. Will ich wirklich machen. Es ist ja Handelsmittel. Alkohol will jeder. Ja, ich gebe da Flasche Schnaps, Alter, und du gibst mal, keine Ahnung, 2 Kilo Fleisch. Oder ich weiß nicht, wie da die Quote sind, das müssen wir mal so auschecken. Eins mal eins, das macht, warte mal. Eins? Na nu, ist die Maschine kaputt? Heute keine Forellen, Jungs. Morgen früh. Was war für ein jetzt? Junge. Kann auch schon fangen. Ich habe 35 Jahre das gleiche Problem, Köderfische. Mensch, deswegen mache ich mich, weil ich halt Kenny habe verrückt oder was? Bin mir sicher, bis heute oben dämmer 3-4. Guck mal, warte mal, geschrieben. So, und dann machen wir da fertig. Ich stehe im Schub und dann starten wir durch. Jetzt sieht echt aus wie Rambo. Ich stehe ein bisschen. Hä? So, André. Jetzt holen wir uns erstmal Köderfische, müssen wir uns ein paar holen. Stimmt. Fahren wir in den Umweg zu Renata, holen uns ein paar Köderfische und dann fahren wir wieder da an den Mincha, weil das müssen wir heute Nacht checken. Hier gibt es halt oben der Revanche. Und es ist auch gerade gut, dass wir zum Renata, wir müssen jetzt nämlich nur 2 Größen an Köder mit und dann probieren wir es mit einem Einzelhaken und kleineren Köder, ob sie picken und mit dem Systemhaken auch mit kleineren Köder. Das war ja gestern ein Krampf. Alter. Du sagst, es war ein Kampf. Ein Krampf. Ein Krampf? Du hast schon ab dem Ende geschlafen? Hä? Für dich. Für mich? Also, du magst einen auf Finden schlafen oder was? Wenn ja. Ich da Montage, umknippel, Rute reinsetze und so? Keine auf, fürsorglich für dich. Alter. Für meine Worte machst du. Und das kommt ganz selten vor. Du hast schon nicht mal das Auto ausgeräumt. Du bist echt ein fauler Hund. Brauchst nicht zu stoppen jetzt, Alter. Ich reg mich nicht auf, ich sag dir, was ist. Du nicht ein fauler Hund. Du bist einfach jung und denkst nicht. Und jetzt soll ich wieder in die Halle laufen, die Halle wieder aufschließen, Alarm ausmachen, bla bla bla. Um die Tüte zu entsorgen. Nee, du warst jetzt schon 10 Mal am Auto. Nee, einmal. Du machst ja von hinten rein. Oder da? Klappe zu, Affe tot. Los geht's. Abfahrt. Ich bin Max hier. Da ist alles. Gerne ein paar Steuer. Fahrst kurz das Auto daher, nimmst den Schlauch, machst ein bisschen frisches Wasser dazu im Ding. Und du musst gleich die Pumpe aktivieren. Und ich gehe mit dem Hinterrad und holen. Sortiere ein bisschen aus. Dann war's gut. Die Schreie, Alter. Sehr geil, Alter. Ich sag jetzt nochmal. 50 und 70.
Nur für uns. Ha? Nur für uns. Kleiner, bis wir das auf der Einzel hochpassen. Dass wir nicht so viel Bilder so passieren. Ja, weil du kannst wenn möglich, aber in einer gewissen Größe, gerade bei einer abgespannten Route, musst du normal einen Drilling dazu machen. Aber ich fische halt nicht gerne mit Drilling, weil da die Fische so fallen. Dann kassiere ich halt auch vorbei, wenn Köder ein bisschen zu groß sind und gerade noch auf der abgespannten Route. Mehr Fehlbisse auf dem Steh ist es egal, weil da schnappen sich den Köder bei und kurz stehen, schlingen noch. Aber auf die abgespannten nehmen sie, lassen sich fallen und wenn sie nicht gleich hängt, dann hängt er halt nicht. Und deswegen, jetzt haben wir ein paar kleinere für die Einzel hoch und dann habe ich schon die zwei Stringer umgebaut. Und dann finden wir die bisschen größere Fische. Genau so. Mille grazie. Giudiamo la prossima. Oh, da sind wir wieder da. Ach ja, tja, jetzt zack, zack. Rute setzen. Bauen wir hier ab, da aufmachen. Dann zeige ich noch das. Ja, du. Zeig es mal noch da. Hast du noch irgendwelche Fragen? Habe ich dir gesagt. Da kommt niemand drin. Ja. So fit wie drin schon. Die sind so fit wie die Adilette, oder? So, wie sieht der Plan aus? Wie sieht der Plan aus, Hombre? Wir machen jetzt die Route fertig und dann fahren wir die Route raus. Montage? Dann machen wir da einzeln hoch drauf, weil unser Muster, die ich dabei habe, die wir heute Nacht probiert haben. Wir werden das nicht kapieren, müssen wir das Video vorher gucken, weil wir sind heute das zweite Mal an diesem Platz, weil wir gestern wirklich ein bisschen so frustrierende Nacht gehabt haben. Wir haben 5 Köderfische verbrennt und wir haben keinen Fisch gefangen. Und das war daran gelegen, dass wir neue Musterhoge ausprobiert haben, aber die noch nicht irgendwie ganz so sind, wie wir das gerne hätten. Naja, jetzt werden wir mal sehen, wie das weitergeht. Machen wir eine zweite Nacht hier. Wir hoffen halt, dass wir was fangen. Was aber deshalb sind sie ja auch Muster. Ah jo, ja klar, das ist ja unser Job. Aber das war halt mal schön frustrierend, brauchst du nicht zu meinen, Alter. Ja. Wenn du 5 Aktionen hast und Rute immer wieder nachsetzt und alles und Köderfisch zuckt da noch, er hat noch ein bisschen Leben, okay, setz ich ihn noch einmal. Und das alles dann, um keinen Endefisch zu haken, das ist schon strange ein bisschen. Also selbst für mich. Das sind Traumköder, Alter, ich schwör das. Ja, aber ich meine, wenn wir schon direkt in die Zucht fahren, dann können wir uns auch auszurücken. Ja. Das ist schon jetzt, da habe ich ein bisschen umgelenkt da über die Ecke, ja, über den Ast, damit wir wirklich China der Ecke fischen können. Mhm. Weil das ist schon. Genau hier dran ist der ruhige Bereich zum Ufer hier, geschützt von den Hecken. Und was immer ganz, ganz wichtig ist, wenn er sowas machen oder wenn du sowas machst, dass die Schnur ganz unten in der Ecke ist. Und nicht oben drüber, dass die Schnur runterfällt später. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil der Fisch, wenn der über dem Ast drüber ist, und dann musst du her und musst du ausklinken am Ast. Wenn es aber so wie da ganz unten ist, dann kannst du anschlagen und dann geht's gleich los. So ein Slider, Signalgeber, nämlich immer so 10 Gramm U-Pose oder 5 Gramm U-Pose oder irgendwas. So, und dann der 100 Gramm Blei und unten Forelle mit Einzelhoge. Schaut hübsch aus. Den ist sogar selber fressen. Das ist wie immer. Die nächste Montage ist nochmal 15 Meter weiter oben, auf der anderen Seite drüber. So, damit wir schon mal mit 2 Ruten beide Uferseiten zuhören. Das ist ja immer klar, dass man immer beide Ufer zumachen. Und die ist auch ganz interessant, die Rute, weil die ist wirklich ganz am Ufer. So, das ist schon dahinter, da geht nochmal so ein Kanal rein, da, so ein kleiner. Gell, einer von den Bewässerungsgräben. Und hier am ganzen Ufer, das Schilf, der ganze Schilfgürtel steht voll 1,50 Meter im Wasser. Deswegen sind wir da ganz am Schilf dran, weil das alles immer spült ist. Von der Montage her. Ab wieder, wie immer. Das ist der blaue Einzelhoge, Forelle. Läuft. So, da haben wir die zwei wichtigsten Routen mal. Und jetzt noch runter zu der eine. Und dann mache ich noch eine Joker-Route heute. Die habe ich schon immer die beste Fisch gefangen. Das ist Joker-Route. Normal dürft man mit 6 Ruten fischen, gell, wenn du dabei bist. Ja. Ja. Aber was wir mit 3 nicht fangen, fangen wir mit 6 auch nicht. Aber so Joker-Route ist halt schon immer gut.
Was hast du mit der Joker-Route vor? Die Fische marschieren da am Ufer dran. Ich möchte gern wissen, wie Fische das heute Nacht unten am Schlauchboot durchgeschwommen sind. Wenn wir sie gerade legen, sie da über den Baumstamm drüber. Möchte man sehen. Das ist einfach so eine Blumsmontage. 150 Gramm Blei. 35 cm bis zum Einzelhoben. Maulköderung. So, goldene Stunde. Jetzt hoffen wir mal, dass was beißt, dass die hier aktiv werden. Kamera machen wir jetzt aus. Und wenn noch mal was passiert, halt nach da. Und falls der Maxi aufwacht, sind auf jeden Fall dabei mit der Kamera. Der Einschlag war heftig. Entspannt. 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 Ich bin halt gar nicht mehr entspannt. Wenn das so weitergeht wie gestern, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und vor allem, ich bin ganz selten ratlos. Aber noch kleiner kann ich die Gehäuse ja nicht machen. Wahrscheinlich die ganze Zeit liegen. Warum das nicht hängen? Fisch ist Fisch, gell? Ja. Schneider frei, Maxi. Schneider auf jeden Fall. Sauber, Alter. Und der ist sogar bis daher geschwommen. Ja? Wie brav. Beim System hochgehetzt. Die Blumen. Kann ich nicht. Ja, mein Freund. So. Geiles Brett, gell? So, Freund. Jetzt schickst du mal einen Opa vorbei für die Abrechnung. So, Maxi, räum mich wie Sau, Alter, Schneider frei. Okay. Das ist der Erste, warum das mal da ist. Schau der, Digga. Geiles Ding, Alter. Boom! Okay. Yes.
Geil, Alter. Geiles Ding, oder? So. Ja. Vielleicht ausgehängt, wa? Ah, ups. Der hat sich selbst released. Ups. Ah, gutes Ding, ey. Maxi. Ja. Dennis immer da, Alter. Köderfisch, Junge. Attacke. Doppel bis 7. Echt oder was? Und der Oma hab ich eben gerade abgehängt. Wenn ich zurückkomme, steht nicht gerade. Sehr schön. Fisch Nummer 4, Alter. Ich glaube, ich habe einen Lauf. Oh. Geiles Teil. Geil. So, okay. Schön. Den anderen habe ich gerade abgehängt. Ohne Scheiß. Vor einer Sekunde. Sehr geil. Und? Jo, Maxi. So. Gute Nacht, oder? Doch, geil. Siehst du, wie ich gesagt habe, Alter. Die Fehlbisse vorgeschaut, das waren nicht kleine Fische. Das waren jetzt zwar auch wieder zwei kleine Sicker dabei, aber die Bisse, wo gekommen sind. Das war zum Beispiel, der Große war genauso ein Biss wie vorgeschaut. Kommen ganz, ganz, ganz langsam hin, probieren und dann hängen oder nicht. So, also einer von deiner Heimat kriegt von deinen Dinger. Gute Fisch für den Bach. Bin echt mehr wie zufrieden. Geil. Oder? Sehr geil. So. Aber jetzt, es ist Freitag, Jung. Wir haben in Borgerforter in der Wallerwelt einiges zu tun. Vorbereitungen treffen. Du weißt schon, du kennst dich aus. Ihr kennt euch aus. Deshalb, Jungs und Mädels, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, bin ich auch zufrieden. Weil nicht sind ja selber schuld. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal am Wasser. Vielleicht sogar hier bei mir in Italien. Und bis dahin wünsche ich euch viel Petri Heil. Ciao.